Morgenandacht von Rainer Tirtler, 1. Petrus 2, Tag 3. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Du hast bereits jede Form des bösen Betrug und Heuchelei aufgegeben. Jetzt sagt Petrus etwas ganz Seltsames, denn er sagt, dass du auch ein Gefühl aufgeben musst. Wie bitte? Es ist nicht meine Schuld, was ich fühle. So viele Menschen werden von dieser Lüge gefangen gehalten. Das Gefängnis der Lüge, dass sie ihre Gefühle nicht kontrollieren können. Weißt du, dass außer dir niemand für deine Gefühle verantwortlich ist? Ich weiß, dass es den Leuten nicht gefällt, wenn ich das sage. Lass es mich noch einmal wiederholen. Niemand ist verantwortlich für das, was du fühlst, außer du selbst. Ich verstehe, dass wir manchmal etwas fühlen, weil andere Menschen etwas Bestimmtes tun. Aber wer ist dafür verantwortlich, was du mit diesem Gefühl machst? Du entscheidest, ob du in diesem Gefühl verweilst, dich von ihm beherrschen lässt oder es aufgibst. Früher war ich ein totaler Gefangener meiner Gefühle. Was für ein unstabiles Leben. Früher kontrollierten mich meine Gefühle, bis ich eines Tages erkannte, dass es in meiner Verantwortung liegt, gut mit meinen Gefühlen umzugehen. Gefühle haben mit dem Herzen zu tun, und ich kann mein Herz ändern. Also kann ich auch meine Gefühle ändern. Es ist sehr interessant. Petrus sagt, Sie müssen die Gefühle der Eifersucht aufgeben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Debbie nicht einmal weiß, was Eifersucht ist, denn das macht überhaupt keinen Sinn. Eifersucht heißt im Original eigentlich Neid. Aber die Passion-Übersetzung hat es mit Eifersucht übersetzt. Es ist ein sehr starkes und mächtiges Gefühl, aber trotzdem macht es keinen Sinn. Denn ich habe noch nie, nie, nie eine einzige Person getroffen, die das Gefühl der Eifersucht oder des Neids zugelassen hat und am Ende kam etwas Gutes dabei heraus. Das habe ich noch nie erlebt. Frauen, die denken, dass Eifersucht ihre Männer davon abhält, Ehebruch zu begehen, haben sich selbst getäuscht. Und oft treibt es die Männer zum Ehebruch, was nicht bedeutet, dass er nicht für seine Sünden verantwortlich ist. Egal, ob es sich um Eifersucht oder Neid handelt, wende dich davon ab, gib es einfach auf, erlaube es nicht in deinem Herzen. Es ist so zerstörerisch. Ich habe es nicht nur in der Welt gesehen, sondern auch im christlichen Leben. Ich habe es unter Geistlichen, Pastoren und Missionaren gesehen. Sie wurden neidisch auf den Dienst des anderen. Dann tun sie oft Dinge, die so zerstörerisch sind. Sei zufrieden mit deinem Leben. Beginne das Verlangen nach Dingen, die andere haben, zu stoppen. Diese Gefühle sind zu zerstörerisch. Wende dich ab davon, gib sie auf. Der letzte Ausdruck, den Petrus verwendet, ist Verleumdung. Verleumdung bedeutet, hinter dem Rücken über andere zu reden. Ich rede die ganze Zeit hinter dem Rücken der Leute. Zum Beispiel Daniel, der gerade für mich übersetzt. Ich rede immer hinter seinem Rücken darüber, was für ein erstaunlicher, wunderbarer junger Mann er ist, was für ein Geschenk Gottes er in meinem Leben ist. Wie dankbar ich für ihn bin. Ich rede viel mehr hinter seinem Rücken, als ich es ihm sage, weil ich nicht will, dass er stolz wird. Das ist die einzige Art, wie wir über andere hinter ihrem Rücken reden sollten. Wenn du genauer über Verleumdung nachdenkst, wirst du mir sicher zustimmen, dass du schon oft zugehört hast, wie Leute jemanden verleumdet haben und du dir bereits eine Meinung über diese Leute gemacht hast. Als du diese Person dann getroffen hast,
hattest du nicht einmal mehr ein offenes Herz, um dich auf diese Leute einzulassen. Wenn wir diese Menschen kennenlernen, stellen wir oft fest, dass sie gar nicht so schlecht sind, wie über sie gesprochen wurde. Wir müssen zwei Formen der Verleumdung aufgeben. Erstens, es selbst zu tun, das heißt, hinter dem Rücken von Menschen schlecht über sie zu reden. Zweitens, dabei zuzuhören. Martin Luther sagte Folgendes: Wer schlecht über seinen Bruder redet, der gibt seine Zunge dem Teufel. Wer jemandem zuhört, der schlecht über seinen Bruder redet, der gibt sein Ohr dem Teufel. Treffen wir die Entscheidung, der Verleumdung zu entgehen, auf Verleumdung zu verzichten, denn in Wahrheit ist das meiste davon ohnehin nicht wirklich neutral. Es ist die Wahrnehmung von jemandem, der von jemand anderem verletzt wurde. Wenn du von anderen Menschen verletzt oder beleidigt worden bist, wirst du nicht die richtige Sichtweise haben. Beleidigung wird dich immer zur Sünde verleiten. Lass uns eine Entscheidung treffen. Wir werden uns von diesen Dingen abwenden und große Jünger Jesu werden. Lasst uns noch eine zweite Entscheidung treffen. Wir werden morgen wieder hier sein. Bis dann, Leute.